die Deutschen eigentlich alle auf der Suche nach uns? Weil, schaut mal, die haben hier hinten schon Scheinwerfer. Suchen die nur uns, oder? Also unsere ganze Bande von Männern. Verdammt, ich weiß ja nicht, wo welche sind. Außer die zwei da vorne halt. Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch. Hältst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Ist irgendwas? Ich muss den Alarm da ausmachen unbedingt. Hast du das gehört? Bitte ist hier keiner. Okay, der eine liegt da, das ist gut, dann mache ich schnell den Alarm aus. Bitte ist hier eine schallgedämpfte Waffe drin. Natürlich nicht. Aber die können wir mal mitnehmen, falls wir Action machen. Falls wir Action betreiben. Kann ich? Das war einfach trocken im Schlaf ermordet. Jo, Granaten, nice. Und was haben wir hier drin? Claymores oder was? Okay. Hier ist das Lazarett, also die Medic-Station. Alles klar, hier ist einfach mal scharfe Munition am Start. Was ist denn das für eine Patronenhülse? Das war keine Artillerie-Patronenhülse, oder? Ah ja, da ist die Stachelkeule. Ne, die Grabenkeule. Hat der zu viel gesoffen oder warum ist der jetzt umgefallen? Stirb. Okay, der kommt jetzt wahrscheinlich her. Der hat zu viel gesoffen, kann das sein? Aber das kann sein Kollege jetzt auch immer noch denken, weil der liegt ja mit dem Bauch nach unten und da sieht man den. Nein, nein. Sieh dir mal das näher an. Das stimmt, glaube ich, nicht, weil du jetzt tot bist, stirb. Bastard. Aber früher hatte man wirklich alles als Nahkampfwaffe genutzt. Im Krieg war ja alles erlaubt. Bitte guck darüber. So. Also die Nahkampf-Moves sind schon geil gemacht, finde ich. Schallgedämpft? Nein, verdammt. Was haben wir hier? Stachelkeule. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Komm ruhig her. Also der soll jetzt nicht herkommen, der hier soll herkommen. Bitte, es ist nur der eine. Der kommt jetzt nicht da oben hin. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Yeah, Freunde, es gibt Action. Stirb. Spring doch mal runter. Zack, zack. Einfach über ein Schild drüber gezogen. Ist er jetzt wieder unentdeckt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Da haben wir die Schaufel wieder, aber die brauchen wir jetzt nicht. Was war das für ein Schrei? Freunde? Ja! Yeah!
Erledigt. Oh, was haben wir hier drin? Ach stimmt, das war ja die eine Waffe. Das war nichts. Krieg ist alles erlaubt, Freunde, egal was. Ich weiß ja nicht, wo hier noch mehr Feinde sind. Also der eine, okay. Aber wo sind die anderen alle? Das sind nicht die einzigsten gewesen hier, ganz sicher nicht. Okay, da haben wir nur ein paar Claymores. Was haben wir hier? Ein paar Granaten, aber wir haben ja schon alles voll mit Stielgranaten. Bei dem einen hat sich das Zeichen wieder entfernt. Oh mein Gott, wenn die Deutschen mit ihren Hunden kommen, ne? Also wenn die das mit eingebaut haben, das wäre cool, aber das wäre ein bisschen krass. Stell dir mal vor, jetzt kommt hier so ein aggressiver Hund um die Ecke gerannt, Mann. Da würde ich mich voll erschrecken. Zack. Zack, zack. Freunde, wer mich kennt, ich muss das tun. Oh, da kommt auch noch einer. Aber... Alter, was war das denn? Ey, die schießen! Dreh dich ruhig um. Du machst das richtig. Da haben wir ein Handbuch. Also, erstmal den umgekloppt, aber... Feldhandbücher, 1 von 5. Was, hier gibt's 5 Stück? Boah, war das knapp. Dreh dich. Genau, du machst es richtig. So. Noch einer hier drin? Überall, Mann. Die sind einfach... Die sind einfach überall, die Deutschen, Mann. What the fuck? Kommen wir wirklich lebend raus? Ja, schon, aber... Der kommt her, der kommt her. Zack, zack. Ich will die Keule in der Hand behalten. Jetzt. Den haben wir jetzt sowas von um. Zack. Die Scheinwerfer dürfen uns nicht erwischen. Hier wird scharf geschossen. Da steht doch nochmal Achtung. Feindstellung? What the fuck? Da sieht man nichts, ne? Nee. So, und stirb. Die Stachelkeule hat's drauf, Freunde. Die Stachelkeule hat's drauf. Zack, zack. Zack. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kommen wir hier weiter. Ich will noch mal kurz da in den Bunker gucken, weil da 100 Brunnen auch welche drin sind. Doch nicht. Wir können da gar nicht hin. Schade. Naja, dann gehen wir mal weiter. Hier müsste ja keiner mehr sein. Wie soll da raus? Der wird scharf geschossen, Mann.
Hier sind bestimmt nur Granaten drin, ne? Ja. Warum geben die uns so viel Granaten? Das verstehe ich auch nicht. Lauf! Ein Dutzend deutsche MGs in meinem Rücken veranlassten mich dazu, den Kopf einzuziehen. Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs. Oh mein Gott, bitte schießen hier jetzt nicht auf uns. Also es wäre irgendwie cool, dass wir irgendwie kriechen müssen oder so. Das wäre echt cool. Alles klar. Kann ich weiter? Ich kann schon rennen, oder? Darf ich rennen? Ich weiß es nicht. Einfach rennen. Hatte irgendetwas den Absturz überstanden, das ich gebrauchen konnte? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Nein. Das tut er jetzt nicht. Also, was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackbar. Du bist nicht George Rickham, was? Woher weiß er das? Für wie naiv hältst du mich? Was? Wir müssen mit dem jetzt weglaufen? Wohin? Neues Einsatzziel, kehrt zu den eigenen Linien zu. Ja, aber. Der Junge hatte viel Blut verloren. Ich hatte nur wenig Zeit, ihn Leben zurückzubringen. Schnell. Ja, aber wir müssen weiter. Wir tragen ihn. Komm schon. Können wir noch einen Weg 2 nehmen, weil davon ist ein Feind. Hier liegen überall Leichen von den Deutschen rum. Nicht so laut, Wills. Nicht so laut. Wir können immer noch selber abgeknallt werden von unseren eigenen Leuten. Verdammt, ich habe gerade nicht zugehört. Was sollen wir nicht machen? In die Scheinwerfer, ne? So wie ich das gesagt habe. Wir müssen wirklich übers ganze Feld. Da ist ein Deutscher. Du stirbst. Ah, ne, ist kein Deutscher. Ein Schnallierter. Wir müssen weiter. Das stimmt. Jetzt. Lauf. Nein. Boah, war das knapp. Komm, geh weiter, Scheinwerfer, geh weiter. Jetzt schnell vor, los. Komm schon, Wills, halt durch. Ja, das kriegen wir hin. Komm schon. Wir haben es geschafft. Nein, haben wir überhaupt nicht. Das sind immer noch Scheinwerfer. Kollegen, wir brauchen Hilfe. Wir haben einen Verwundeten. Jetzt komm. Schnell hin. Und den irgendwie verbinden. Das Blut stoppen.
Wilson, komm schon. Verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Oh, Scheiße. Ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du, Blackburn. Wir werden festgenommen für eine gute Tat, Freunde. Das muss man sich mal vorstellen. Echt jetzt. Wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Wow, what? Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Komm schon, mach auf, mach auf! Sehr schön. Na komm, wir ziehen das durch. Wir ziehen das jetzt und hier durch, Freunde. Das ist London, glaube ich, ne? Kann das sein? Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance. Schuld ist mir in Ordnung. Das werden wir ihm schulden. Keine Sorge. Let's go!